Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur Eisenbahnromantik im Internet. Ich bin hier in Dortmund auf der internationalen Modellbaumesse, die bereits zum 32. Mal stattfindet. Und wir sind in der Halle 4 und werfen einfach mal einen Blick hinein, denn unsere Sendung über die Messe in Dortmund kommt erst im Dezember. Und ich finde, es ist einfach schön, wenn man vorher schon einen Eindruck bekommt, was hier alles los ist. Wenn man hier runterschaut, sieht man zahlreiche Hersteller, große und kleine und vor allen Dingen wunderschöne Modelleisenbahnen, die im hinteren Teil der Halle zu sehen sind und die wir nachher einfach mal ein bisschen betrachten werden. Die Rheinberger Verkehrsbetriebe ist eine von über 30 Anlagen hier in Dortmund in den Hallen 4 und 7. Und wir wollen Ihnen mal so einen ganz kleinen Überblick geben und gehen ein Stück weiter. Da sind die Zettis, das ist die Spur Z, die kleinste Spurgröße, wenn man so will, auf der Welt. Und ich habe hier Gerd Martens, Sie können mir ein bisschen was zu dieser Anlage sagen. Ja, wir sind hier heute mit einer recht großen Anlage. Und wir sind ein Kreis von etwa 25 Personen. Aus Hamburg kommen wir, vom Freundeskreis. Hauptthema ist eigentlich das norddeutsche Flachland, wie hier die Speicherstadt nachgebildet, wo also die Schiffchen und die Fronten der Häuser ist alles in Handarbeit gemacht von einem Modellbauer, der sich also sehr viel Mühe damit gegeben hat und kommt auch immer wieder gut an, sieht auch nett aus, das Kleine. Wenn man die notwendige Pflege in das kleine Modell bringt, dann funktioniert das auch gut. Und da sind wir an sich ganz froh drüber, dass das so ja, ist. Ja, sieht auch schön aus. Jetzt gucken wir noch mal zu, was da jetzt alles fährt. Ja. Da hinten kommt ein Güterzug. Ja, das sind das deutsche Krokodil. Und wir fahren also gemischt, nicht also jetzt genau Epoche Rhein oder Epoche Echt, sondern was schön ist, was gefällt, das fahren wir. Miniaturimpressionen in der Spur Z. Jetzt werden wir ein bisschen größer, gehen zur Spurweite H0 und zu den Eisenbahnfreunden HSH. Was das bedeutet, sagt uns gleich Michael Walter. Hallo, guten Tag. Was heißt HSH? Ja, HSH ist recht einfach erklärt. Das sind die Modellbahnfreunde aus Herb, Suhl und Hirschbach aus dem Südthüringer Raum. Und wir betreiben eine Modulanlage aus dem Jahre 1930, ist das Thema, was wir uns da vorgestellt haben. Und fährt hier auch was? Ja, fährt freilich was. Ja, wir machen zwar vorbildgerechten Fahrbetrieb mit entsprechenden Geschwindigkeiten. Oft werden wir gefragt, hier fährt ja gar nichts, aber man muss auch mal einen Augenblick warten, es fährt immer irgendwo ein Zug. Hier fährt gerade ein GMP. Jawohl, das ist auch besonders für diese Zeit. Macht auch sehr viel Spaß für uns als Bediener zum Rangieren. Muss an jedem Haltepunkt zwar anhalten, aber gibt auch entsprechende Rangieraufgaben, die man bewältigen kann. Wichtig für uns ist der Landschaftsbau, deswegen auch das Thema eingleisige Nebenbahn. Wunderschöner Bahnübergang hier. Ne? Jawohl, auch entsprechend für die Zeit gestaltet. Man muss dann auch das Fachwissen dafür haben, um dieses Thema und die Zeit exakt zu treffen. Hier kommen wir jetzt an dem Haltepunkt Lautenberg vorbei. Das ist ein freigestalteter Haltepunkt mit Gärtnerei und wir haben einen Teich mit Echtwasser, wo die Besucher und vor allem auch die Kinder immer sehr große Augen kriegen und fragen, ob das überhaupt geht und es keine Schäden an der Modellbahn gibt. Aber bisher haben wir immer sehr gute Erfahrungen damit sammeln können. So, unser Zug hält hier auch alles wie beim großen Vorbild? Natürlich. Die Reisenden müssen natürlich ja auch ein- und aussteigen können. So, und jetzt kommen wir zu einer Besonderheit in der Kurve, ein Viadukt. Jawohl, das ist das Hirschbacher Viadukt der Steilstrecke Suhl-Schleusingen. Das ist ein Originalnachbau nach Bauzeichnungen und Plänen. Auch die Gebäude wurden entsprechend von alten Postkarten die Ideen abgenommen und wurden umgesetzt im Maßstab 1:87. Und die Bauzeit dieses Moduls, was an sich ja ein geschlossenes Diorama bildet, beträgt ca. ein Jahr. Hier wurde in Heimarbeit graviert und farblich gestaltet, bis dieses Endergebnis dann fertig präsentiert werden konnte. Richtig schön, also tolle Impressionen kann ich dann nur sagen. Ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin und dass Sie noch sehr vielen Menschen hier Freude bereiten. Dankeschön, das wünsche ich ebenso. Dankeschön, und das war der erste Teil unseres Rundgangs, beziehungsweise schon der zweite Teil. Der nächste Teil unseres Rundgangs hier durch die Halle 4 in Dortmund bringt uns zur Tecklenburger Nordbahn und hinter mir ein alter Bekannter, möchte ich schon sagen, Paul de Groot aus Holland.
Paul arbeitet gerade. Ein Hallo. Seltenes Bild. Hallo. Dankeschön. Ich muss hier arbeiten einmal. Ne? Ja, ja, wir sind zum Vergnügen hier. Ja. Erzähl mal, was hast du für einen Eindruck jetzt hier von der Messe? Ah, schöne Anlagen. Also die MOBA hat sich wieder gut beworben mit den Anlagen und es gibt viel Arbeit wieder heute. Ja, gut. Für mich ja auch diesmal. Ne? Ja gut, dann arbeite mal schön weiter. Ja, danke schön. Wir sehen uns noch. Tecklenburg und Nordbahn, was ist denn das? Tecklenburger Nordbahn ist eine reale Strecke aus dem Teutoburger Wald, in der Nähe vom Teutoburger Wald bei Osnabrück. Ist in der Regel 52 Kilometer lang im Original und wir haben jetzt den dritten Bauabschnitt fertig. Ja, der führt von Rheine-Stadtberg, also das ist der Endbahnhof, bis nach Recke, den wir jetzt nachgebaut haben, wieder im Original. Wie schon mal die ersten Bauabschnitte von Metting bis Westerkappeln. Alles im Eigenbau entstanden. Ja, und dann eben das Umfeld, was dazugehört, dass das immer schön ausgeleuchtet ist und eben einzelne Szenen, die dann eben dem Betrachter ins Auge fallen. Paul, wo gehst du jetzt hin? Ich gehe zu einer anderen Anlage nochmal fotografieren und dann noch zu den Castergruppe und das ist dann meine letzte Bildstation. Station, die ich mache. Gut. Heute. Und wir gehen jetzt einfach weiter in diese Richtung. Da zeigen wir Ihnen Zähne. Das ist nämlich die Dampfbahn Furka Bergstrecke. Die feiert in diesem Jahr auch ein ganz besonderes Ereignis, denn die Strecke über den Berg, die ist nach weit mehr als 20 Jahren Bauzeit endlich fertig. Soll sie fertig sein. Einweihung im August 2010 und hier ist das Modell. Und wir gucken, ob wir irgendjemanden haben, der uns was dazu erzählt, zu dieser Furka Bergstrecke im Modell. Erzählen Sie etwas dazu, Herr Schweiner, über den Bau und das, was wir hier sehen? Ja, die Modellanlage ist eigentlich nur ein Nebenzweck für uns. Hauptsächlich ist natürlich der Bau 1:1 jetzt in der Schweiz. Wir machen hier immer natürlich Werbung dann für die Furka in der Schweiz. Wir haben hier zum Beispiel die Wielerbrücke, die auch in der Schweiz ist. Wir haben dann verschiedene Bahnhöfe. Das nächste ist Tiefenbach. Alles ist H0M, häufig auch von Bremo, die einzelnen Sachen. Und die Module, die werden von den einzelnen Leuten dann auch in Heimarbeitern gemacht. Vor 2 Jahren war ich schon mal da und jetzt im Sommer bin ich nochmal dort, denn so kurz vor der Öffnung des letzten Teilstücks braucht man natürlich jede Hand. Und ja, wir sind jetzt in den letzten Zügen und im August, den 12.8. ist jetzt die Wiedereröffnung des letzten Teilstücks vom Gletsch nach Oberwald. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch alles Gute, dass alles gelingt, dass wir die Eröffnung gemeinsam feiern können, denn Eisenbahnromantik ist nicht nur in Dortmund, sondern natürlich dann auch in der Schweiz. In der Sendung am letzten Sonntag im August wird da ausführlich über die Furka Bergstrecke und die Eröffnung berichtet und ich gönne mir jetzt einen Schluck Sprudel. Neben mir steht jetzt Marcel und der erklärt uns gleich, warum Modellbahn cool ist. Warum denn, Marcel? Also Modellbahn finde ich cool wegen der ganzen Technik. Ja. Ich mache mehr so die Technik und die Landschaft obendrauf interessiert mich gar nicht so sehr. Mhm. Aber es gibt Leute, die interessiert das und von daher... Schafft ihr gut zusammen, die einen das, die anderen jenes. Wir arbeiten super zusammen. Die Geschichte der Anlage ist, dass wir vor 3 Jahren damit in Dortmund begonnen haben und seitdem auf den Modellbaumessen in Dortmund und Köln daran weitergebaut haben. Und wer kann bei euch mitmachen? Jeder, der auf diesen 3 Schulen in den Eisenbahn-AGs ist. Mhm. Da nehmen wir unsere Schüler jedes Jahr mit hier hin und die können dann hier weiterbauen. Wie viel seid ihr? Wir sind bei unserer Schule sind wir 12. Bei den anderen Schulen weiß ich es leider nicht so genau. Ja. Ja, das ist doch eigentlich eine gute Sache, oder? Ja, das ist ein super Projekt. Dann wünsche ich euch alles Gute weiterhin. Schafft schön, dass die Anlage irgendwann mal fertig wird und vielleicht auch der Bahnhof wieder auftaucht. Ne? Der Bahnhof taucht bestimmt wieder auf. Okay, also alles Gute. Vielen Dank, Marcel. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Und wir gehen jetzt einfach weiter, liebe Zuschauer. Da drüben gehen wir zur Spur TT. Sie wissen, das ist die Spur der Mitte. Ursprünglich sehr verbreitet in der DDR, aber jetzt ist sie, glaube ich, eine gesamtdeutsche Spur geworden. Und wir schauen jetzt mal. Wo ist der junge Mann, der uns was sagen wollte? Sie sind Mitglied der BSW Modellbaugruppe in München und Sie sagen uns jetzt ein Sätzchen zu Ihrer Anlage. Und zwar präsentieren wir hier auf der heutigen Intermodellbau eine TT-Segmentanlage. TT ist im Maßstab 1:120. Wir präsentieren einen Bahnhof, den haben wir originalgetreu nachempfunden,
Der heißt Bahnhof Freihamm. Ist ein Bahnhof in der Nähe von München. Ist natürlich klar, die Dimension ist etwas geringer. Und wir haben es so originalgetreu wie möglich gestaltet, haben aber natürlich auch noch einige Sachen und Details eingebracht, die natürlich nicht ortsnah so stimmen. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier eine Gärtnerei, die in Dachau angesiedelt ist. Und weiter hinten natürlich dann auch für Bayern sehr bekannt sind die Hopfengärten. Da waren wir sogar extra in Holledau und haben so einen Hopfengarten ausgemessen. Wir haben hier weit über 530 Hopfenpflanzen gesetzt. Selber gebaut? Selber gebaut, ja. Wie viele Leute sind denn in Ihrem Club? Unser Verein besteht derzeit aus 30 Mitgliedern, wobei man sagen muss, aktiv sind es regulär 10. Weniger, ja. Genau. Was ist das für ein Aufwand, hier 5 Tage auf der Messe zu sein? Wie viele Leute sind Sie da und wie sind Sie hierher gekommen? Wir sind jetzt insgesamt zu 5. Hergekommen sind wir per Kfz, also nicht per Bahn. Und Aufwand, ja, ist schon hoch, weil man nicht vergessen darf, wir sind jetzt auch schon während der Woche hier. Also das heißt, der Großteil der anwesenden Mitglieder muss Urlaub nehmen, ist nicht ohne. Also es war wirklich nicht einfach, die Leute zusammenzubekommen. Aber es freut uns umso mehr, dass wir es geschafft haben. Dann wünsche ich Ihnen weiterhin alles Gute. Recht vielen Dank. Für die Spur der Mitte und dass Sie noch viele Messen begleiten können. Recht vielen Dank. Dankeschön. Und wir gehen jetzt auch gleich weiter und zwar gucken wir mal, was der MOBA ist. Jetzt, liebe Zuschauer, sind wir auf dem Stand vom MOBA. Das ist der Modellbahnverband in Deutschland. Er wird in diesem Jahr 15 Jahre alt. Und ich gucke mal, ob wir irgendjemanden kriegen, der uns ein bisschen was dazu sagen kann. Hier wird nämlich auch ein bisschen gearbeitet, hier werden Besprechungen gemacht und ich gucke mal, ob er da ist. Das ist der Vorstand. Tut mir jetzt leid, wir machen gerade so einen Rundgang hier auf der Messe und sind jetzt bei MOBA angelangt und ich bin froh, dass der Präsident hier ist und uns sagt, was der Vorstand machen muss, was der MOBA ist. Ja, der Modellbahnverband ist eine Vereinigung von Mitgliedsvereinen, Einzelmitgliedern, Familienmitgliedern und Fördermitgliedern. Diese erwarten von uns eine Gegenleistung. Als bestes Beispiel ist dann hier auf der Messe zu sehen, dass wir einen großen Stand haben, dass die Leute sich melden können, dass sie ihre Leistungen erhalten können. Das als konkretes Beispiel wäre da einmal, dass wir für unsere Mitglieder einen Jahreswagen produzieren und den können sie sich dann hier abholen. Also die Leistungen werden wahrgenommen. Und wie viele Mitglieder hat der MOBA in Deutschland? Wir haben ca. 5.000 Mitglieder. 5.000 Mitglieder. Ja. Und die Messe hier haben Sie ja in bestimmter Form auch mit organisiert, beziehungsweise die Anlagen, die hier sind, sind durch Ihre Initiative hier. Ja, das läuft also in der Form ab, dass also die Vereine sich bei uns anmelden förmlich und sich bewerben. Und dann wird ein Auswahlkriterium getroffen. Und durch diese Tatsache sorgen wir dafür, dass die Qualität der Anlagen gesichert ist. Haben Sie eine Lieblingsanlage? Ja, die steht aber diesmal nicht hier. Okay. Herr Küppers, vielen Dank für das kurze Gespräch. Sie müssen wieder arbeiten, ja? Und wir auch. Danke. Das war unser Rundgang über den MOBA-Stand. Danke nochmal. Und wir gucken jetzt zur Spur N. Wie heißt denn der Bahnhof, wo der Schienenbus gerade ankommt? Das ist der Ort, heißt Hirschberg und das ist die Hirschbergbahn. Ihre Gruppe ist die Arbeitsgemeinschaft Modellbahn Dortmund. Und Sie haben die Spur N in Ihren Fokus gestellt. Das ist historisch bedingt. Der Verein wurde vor 24 Jahren gegründet in Bochum, damals mit einer Spur-N-Anlage. Das Ganze hat sich dann im Laufe der Jahre weiterentwickelt. Wir hatten noch H0, H0E, Spur 0, 0E und sind jetzt seit 2007 wieder bei den Wurzeln zurück, der Spur-N hauptsächlich. Haben aber auch Vereinsmitglieder, die auch größere Baugrößen haben. Aber wir sind eben eine Gemeinschaft, die das gleiche Hobby haben und dementsprechend unsere Erfahrungen austauschen. Wir befinden uns jetzt auf einer der umfangreichsten Bahnen, der Arbergbahn. Eine wunderbare Anlage und ich habe gleich einen Gesprächspartner, Kurt Trappé, von den Eisenbahnfreunden, Modelleisenbahnfreunden Bregenz. Können Sie mal ein bisschen was erzählen über diese Anlage? Ja, wir sind hier in Dortmund mit unserer großen Anlage, 70 Meter in etwa die Gesamtlänge. Sind 80 Modulteile hier ausgestellt. Wir haben versucht, mit dieser Anlage markante Streckenabschnitte dieser wunderschönen Arlbergbahn im Maßstab 1:87 nachzubauen. Ja, wir sehen hier den Triebwagen-Schnellzug
4010, der frühere Transalpin. Wir fahren durch den Platten-Tobel-Tunnel über den Rüfe-Viadukt in das Heinzenberg-Lawinenschutzdach und sind dann im Anschluss, kommen über die Felsputzwand. Wir stellen hier dar, wie Lehnenpartien die Felsreinigung vornehmen, um dann anschließend in den Gipsbruchtobel Aquädukt, ein wunderschönes Bauwerk. Wie lange haben Sie eigentlich an dieser Anlage gearbeitet? Ja, unser Verein existiert seit 17 Jahren. Wir sind 1993 zusammengekommen und seit dieser Zeit bauen wir an dieser Anlage. Sie verbessert sich laufend. Wir sind auch heute noch dran. Also eine Modellbahnanlage wird ja in Wirklichkeit nie fertig, weil wenn es vorne fertig ist, fangen wir hinten neu an. Wir sind natürlich nicht die einzigen Medien, die hier in der Halle tätig sind. Hier sehen wir mal einem Fotografen zu, der für eine Fachzeitschrift arbeitet, Bruno Kaiser. Er baut alles genau auf und wir fragen ihn einfach mal, so während er arbeitet. Herr Kaiser, jetzt müssen wir Sie einfach mal unterbrechen. Was gefällt Ihnen denn hier an dieser Bahn? Warum sind Sie hier und nicht in einer anderen Anlage? Also sind ja die verschiedensten Dinge, die einen so begeistert, wenn man Jahre oder Jahrzehnte lang mit bei der Partie ist. Aber hier gefällt mir einmal insbesondere die Felsgestaltung, dann der Übergang von der Anlage zum Hintergrund, die realistisch gestalteten Hintergründe in der Form, das findet man nicht so wahnsinnig oft. Dann kommt hinzu, wir sind zum Teil Teile, wie ich mir haben sagen lassen, die exakt dem Vorbild nachgebaut wurden. Das ist auch etwas, was man nicht so oft findet. Also ich muss sagen, es macht Spaß hier aufzunehmen. Und auch alter Hase, wie man ist, findet man immer noch Sachen, die man vorher nicht gesehen hat. Aber hier ist natürlich einmal die Großartigkeit, die Länge, die Ausdehnung, die aber nicht den Nachteil hat der vielen Modulanlagen, die keinen Hintergrund aufweisen und deshalb sozusagen die Illusion nehmen, man steht in der Landschaft. Die Illusion spielt eine riesige Rolle. Wir sind nicht weiter bei der Arbeit abhalten. Dankeschön. Viel Spaß beim Fotografieren. Danke für das Gespräch. Vielen Dank auch. Unser Rundgang geht langsam zu Ende, liebe Zuschauer, aber ich sehe noch einen alten Freund, der Paul. Paul, Entschuldigung, ja, muss ich aber mal holen. Wir sind fertig mit unserem Rundgang. Ja? Ich wollte dein Fazit nochmal hören. Mein Fazit, also ja, viel Besucher, das kann man schon sagen. Die Anlagen sind schön. Es sind natürlich auch wieder ein paar Anlagen, wovon man sagen kann, also muss das sein. Aber es sind wenige. Die aber meisten sind wenige. Toll, ne? Was immer leid tut, ist, dass Leute nicht mit das Publikum reden. Und das fällt hier auf. Du warst ja auch auf Ontrex. Und wir sagen immer zu unseren ideellen Teilnehmern, du bist Gastgeber, du sollst mit das Publikum reden. Und das findet man hier leider nicht. Nur wenn man Fragen stellt, dann vielleicht das eine dabei kommt und dann auch die Frage beantwortet. Aber meistens sind sie nur mit den Zügen beschäftigt. Und also gut, das tut mir ein bisschen leid. Dann nehmen wir das einfach als Anregung. Vielleicht wird es ja, jetzt ein bisschen besser. Ja, 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 gut. Das mag ich. Okay, Paul, schönen Dank. Ja. Das war es von dieser Stelle aus, liebe Zuschauer. Unsere Sendung kommt am dritten Sonntag im Dezember. Und vorher wünsche ich Ihnen einfach einen wunderschönen Sommer. Tschüss.